Okay, ja meine Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind heute in Nürnberg wieder. Sag mal hallo. Hallo. Was machen wir heute? Auf jeden Fall die Frage sind heute ein bisschen wieder cringe, sag ich mal. Sag ich mal so, zum Beispiel, ich mache mit euch jetzt Umfrage. Ne? Sag ich mal so, das spammt einfach zwei Mädchen. Eine ist hässlich, also jetzt kann man ja auch nicht jetzt hässlich sagen, weißt du, es ist gottlos. Alle Frauen sind hübsch natürlich. Und eine ist halt hübsch. Hässliche hat dann einen guten Körper. Und der andere hat dann gar keinen Körper, so flach, so. Und dann fragen wir halt den Leute, welche die nehmen. Und die zweite Frage ist halt ein bisschen pervers hier. Zweite Frage seht ihr im Video, erkläre ich hier nicht. Viel Spaß euch mit dem Video, ich hoffe, das Video gefällt euch. Liken und abonnieren nicht vergessen auf jeden Fall. Ich warte 5 Sekunden, bis ihr liked. Du musst lernen, wie man YouTube macht. Okay, Bro, stell dich mal vor. Also, ich bin David, ich bin 19 Jahre alt. Kommst du aus? Aus Rumänien. Ich sag dir mal so, welche würdest du nehmen? Hässlich und flach. Also, sie hat gar keinen Arsch, gar keinen Titten. Aber hässlich und sie hat einen fetten Arsch und so Titten und so. Gute Frage, Bruder. Halt, mir geht es ein schlechter oder guter Bruder, mir geht ein Herz an, weißt du? Okay. Egal, wie die hässlich schaut, oder einen guten Arsch hat oder einen guten Titten hat. Verstehst du? Wenn du ein gutes Herz hast, okay, dann schon. Verstehst du? Welche jetzt, Bro? Ein fetter Arsch und so. Sie muss hässlich sein, aber fetten Arsch. Boah, kann hässlich sein, kann hässlich sein, aber wie ein fetter Arsch und fett Titten haben, warum nicht? Ach so. Okay, jetzt die andere Frage. Sie ist hässlich, okay, aber sie ist echt gut im Bett, okay? Also ist hübsch, aber sie hat gar keine Ahnung. Was würdest du nehmen? Wow, Bruder. Ja, gute Frage. Ich muss ein bisschen überlegen, Bruder. Wir müssen ein bisschen überlegen. Ja, ich wollte die nehmen, ja. Welche? Die halt, fette Arsch. Hässlich und? Ja, normal. Okay. Ja, Bro. Krass. Weiß. Hauptsache, sie ist gut im Bett. Ja, normal. Normal. Willst du dein Instagram sagen? Ja, mein Instagram ist David, Unterschied. Okay, Bro, stell dich mal vor erstmal, dein Name, dein Alter. Okay, mein Name ist Omar, ich bin 17 Jahre alt. In Deutschland 17, oder? Wann hast du Geburtstag? Nicht erste. Okay, auf jeden Fall, Bro. Da ist zum Beispiel zwei Mädchen, okay? Eine ist hässlich, aber hat einen guten Körper. Die andere ist hübsch, aber die hat gar keinen Körper. Welche würdest du nehmen? Allah, keine Ahnung, Bruder, aber auf jeden Fall, ja so, wenn es schön, von dir schön. Aber null Körper? Ja, egal. Wenn sie auch Respekt und so, sie hat ja so Respekt, dann... Das ist von mir gut. Sehr gut. Okay, jetzt eine zweite Frage. Sie ist hässlich und null Körper, aber sie kann gut im Bett. Checkst du, was ich meine? Ja. Der andere ist hässlich, aber sie ist gut im Bett. Welche würdest du nehmen? Diese gut im Bett. Warum? Ja. Weil sie macht gar nichts. Sie macht gar nichts. Ja, diese andere macht mit anderen, alle. Mit andere macht. Das braucht nicht. Diese andere, dann ich kann mit sie machen und so. Aber die andere, okay. Vielleicht hat alle die Jungs gemacht, so, tach, ja, Hobby. Welche Nationalität ist in Nürnberg gar nicht loyal? Welche Frau ist gar nicht loyal? Italiano, Rumänisch, Syrien. Syrien nicht, danke. Nein, mit Halal, Bruder. Verheiratet danach, ja, so. Aber mit anderen, egal. Willst du dein Instagram sagen? Ich liebe euch, tach, ja, Hobby. Ich bin Justin aus Rumänien. Sag ich dir mal so. Was hast du für eine Hose, Bro? Bereit ist die Hose, glaube ich, aus Nürnberg. Ja. Hast du, ne? Hier gibt es zwei Mädchen. Eine ist sehr hässlich, aber sie hat einen perfekten Körper. Also hier kann man nicht hässlich sagen, jede Frau ist hübsch. Auf der anderen Seite ist dann hübsch und sehr, sehr flach. Welche würdest du nehmen? Sei ehrlich. Boah, ich bin ganz ehrlich. Ich stehe mehr auf Charakter als auf Körper, also juckt mich nicht. Wenn ich eine richtige finde, dann achte ich mehr auf Charakter und nicht auf Körper oder sowas. Habe ich eine richtige vor mir, alles passt bei dir und ich weiß, ihr Charakter ist gut und so. So genau, wie ich in dieser Phase gerade bin, dann hätte ich, glaube ich, die hässliche mit Körper genommen. Zweite Frage. Sie ist hässlich, aber sie ist echt und gut im Bett. Der andere ist hübsch, sehr schlecht im Bett. Und beide sind hier halt eine Jungfrau. Nicht, dass du denkst, andere ist Schlampe oder so. Ich glaube auch die hässliche. Sie soll nur Körper haben und da hast du bum 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 bum. Du bist gerade in so einer Phase. Bist du noch Jungfrau? Welche Nationalität aus Nürnberg ist gar nicht loyal, Bro, hier die Mädels? Was sagst du zu Platz 3 erstmal? Fangen wir mit 3. Platz 3, Albanerinnen. Ja. Albanerinnen. Sind ein bisschen abgehoben und so. Bisschen schwer, die zu bekommen. Platz 2. Türkei. Platz 1, sehr, sehr wichtig. Rumänerinnen. Ja, deren Beruf kennt man schon. Was ist denn mit deren Beruf? Du hast doch gesagt, rote Straße. Du doch bestimmt gute, ne? Ja. Ja. Willst du dein Instagram sagen, das war's schon? Am Ende machst du auch weg, wie bei jedem. Nein, 459. Hallo, ich bin Endri, ich bin 16 und ja, ich bin Albaner. Wo wohnst du? Ich bin Albaner. Ich bin Albaner, Bro. Ja, Bro. Du bist einfach Albaner. Stell keine Fragen, einfach Albaner, Bro. Albaner. Er ist Albaner. Das war's schon mit dem Video. Du hast zwei Wahl hier. Stell dir vor, da ist ein Mädchen, zwei Mädchen, okay? Eine ist echt hübsch, okay. Aber sie ist sehr flach. Okay. Aber die andere ist sehr hässlich, aber sie hat einen perfekten Körper. Bro, soll ich dir ehrlich sagen? Bist du eher für Körper oder eher für Gesicht? Körper ist auch wichtig, aber Gesicht ist besser. Bro, stell dir mal vor, du läufst mit so einer und Bro, die ist hässlich, Bro. Bro, was denkst du? Und deine Freunde lachen dich dann auch. Bro, nein, wallah, kritisch.
Aber danach, deine Freunde sagen, Bruder, was hast du für eine flachen Mädchen geholt? Bro, darum geht's doch nicht, ja. Es geht um Herz und so, Bro, Allah. Und natürlich um Gesicht auch, aber. Aber besser, dass sie nicht drauf schauen, Bro. Aber was, wenn der Hässliche, okay, ein gutes Herz hat? Also Herz aus Gold. Aber der andere hat so einen schlechten, so... Ah, Bro. Kein Dings. Ah, ja. Ich mach schwieriger. Bro, ernst? Bist du eher für ein gutes Herz oder ein hübsches Gesicht? Bro, ich bin dir ehrlich, ab da sage ich sogar gutes Herz, weil wenn deine Freundin kein gutes Herz hat, Bro, dann für was bist du mit der zusammen, Bro? Ah, du hast recht. Zweite Frage. Sie ist hässlich, aber sie ist echt gut im Bett. Hübsch, aber sie hat gar keine Ahnung. Bro, soll ich dir ehrlich sagen? Lieber die mit keiner Ahnung, Bro. Weil nicht nur eine nehmen, die, Bro, schon da ich mal gejallert wurde, ja. Ist sie Jungfrau? Ja, beide Jungfrau. Oh, oh. Dann die, die was im Bett kann, hä? Egal, nächste Woche neu, was soll ich dir sagen? Bro, lauf weiter, Wallah, lauf weiter. Was hast du gesagt, Willem? Bro, ich hab gesagt, wer ist das denn, Digga? Bro, lauf weiter. Lass du lauf weiter, Wallah. Ja. Warte mal, ich komm wieder raus. Komm wieder raus, dann kriegst du im Mund. Aber weißt du was, Bro? Ich bin Albaner. Aus welchem Land kommen die unloyalsten Nationalitäten? Russin. Und zweiter Platz? Soll ich dir ehrlich sein? Albanerin. Du sagst eher nicht loyal hier in Nürnberg, nein, ne? Nein, okay. Bro, Nürnberg. Zweite Frankfurt, können wir das sagen? Bro, schlimmer. Bro, wir sind über Frankfurt sogar. Also ich bin Tigran. Du kommst aus Nürnberg. Ja. Sagen wir so, das sperren zwei Mädchen. Aha. Okay, eine ist hässlich und eine ist hübsch. Du wirst es natürlich hübscher nehmen, ne? Erstmal. Die hässliche hat aber einen Bomberkörper. Die ist das. Ja, dann aber die hässliche? Hässliche. Warte, bitte, warte. Yeah. Die hübsche hat dann nichts. Ja, yeah, hässliche, safe. Du wirst hässliche nehmen. Ja, yeah, safe. Warum? Ja, Titten und Arsch. Die zweite Frage ist, stell dir vor, da sind zwei Mädchen, okay? Eine ist halt hässlich, aber die ist echt gut im Bett. Aber die andere ist halt hübsch, die hat null Ahnung. Ja, Bro, ich spring dir doch bei. Hübsch hat auch null Körper. Ja, aber kommt schon, weil... Nee, komm nicht, Bro. Komm nicht? Nee, komm nicht. Ja, dann hässliche. Nimm beide. Geht doch auch. Nimm beide, dann gibst du einfach einen Kumpel oder so. Ja. Ja. Brüder teilen sich immer, oder? Hauptsache guten Körper. Du bist gerade auf TikTok, sag mal TikTok hallo. Wie geht's euch? Willst du dein Instagram sagen? Ey, der macht der Beep, der macht. Nein, nein. Ja, okay. Ja, Tigran, Sag mal Beep, Alter. Ich bin der Ali, ich bin 18 Jahre alt und ich bin Araber. Mhm. Also ich dachte, du bist Türk oder so. Ich bin Arlan, ich bin auch 18 Jahre alt. Das spammt einfach zwei Mädchen. Eine ist hässlich und der andere ist krass hübsch. Die hässliche hat aber einen perfekten Körper. Der andere ist dann hübsch, aber null Körper. Wen würdet ihr erstmal hier nehmen? Auf jeden Fall, ich würde keinen von beiden nehmen, weil es kommt auf die inneren Werte an und nicht auf das Äußere und so. Ich würde natürlich erstmal die Person, die inneren Werte kennenlernen, erstmal gucken. Und jemand, also ich würde gucken, trägt sie Hijab und sowas, weißt du, Bruder? Sowas würde ich machen auf jeden Fall. Ich achte nicht auf Gesicht und Köpfen. Ich würde beide sagen, guck mal, auch wenn die gut aussehen, ich will keine. Was würdest du sagen? Aber wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, dann würde ich die nehmen, die ihren Körper weniger zeigt, also weniger präsentiert. Egal, was für einen Körper sie hat, wenn sie den weniger, also wenn sie jetzt normale Klamotten, sage ich mal, trägt, jetzt nicht so enge Klamotten, dann würde ich die nehmen, die sich anständig anzieht. Da habe ich doch gesagt, das spammen zwei Mädchen, ne? Dann spammen noch eine Mädchen. Die ist dann, die hat Hijab, aber unten für Abdullah. Wen würdest du hier nehmen jetzt? Bringt's mir, wenn sie oben Hijab trägt, unten Ding, Rock bis hier. Aber jetzt nicht Rock, so Skinny Jeans, nein, aber man sieht's halt. Weil was bringt mir dieses Hijab? Dieser Sinn von Hijab ist ja nicht, dass du dann unten dich zeigst und oben nicht. Okay. Also aber es gibt krass viele, ne, dass sowas machen. Boah, ich denke mir so, wofür denn Hijab? Du musst dir denken, wenigstens tragen die Hijab, als dass sie nichts machen, aber das ist dann auch, also irgendwo macht das dann keinen Sinn. Meiner Meinung nach, wenn die dann unten zeigen, die sollen dann gar nicht Hijab tragen. Dann, das ist dann schlecht für uns. Die ziehen damit so das Image von Hijabis so runter. Die ja, Leute genau. Sagen so, boah, schau mal, die trägt doch unten eng was, also alle Hijabis sind so. Aber Bro, du kannst, bei jeder Sache kannst du sagen, du kannst auch sagen, Ding, alle muss als Stereotyp, alle Muslime sind IS und so, weil es halt Terroristen sind, halt, ja. Keine Ahnung. Du kannst immer so diese schlechten Beispiele nehmen und die für alle nehmen, aber du kannst jetzt nicht sagen, so mäßig, ja, die sollen gar kein Hijab tragen, weil lieber Hijab als gar nicht. Okay, Bro, stell dich mal vor. Ich heiße Luis. Die gleiche Frage eigentlich. Hübsch, aber sehr, sehr flach, aber hässlich, aber sie hat einen großen Arsch. Also entweder hässlich und fetter Arsch oder flach und schön. Dann schön und flach, weil so auf dem Gesicht muss ja auch passen. Hauptsache, es ist sie hübsch. Ja.